Morgen empfängt der Ex-Weltmeister den aktuellen Weltmeister, also Spanien gegen Deutschland. Und Joachim Löw muss wieder mal auf Marco Reus verzichten. Das war ja schon bei der WM so, als er kurzfristig wegen seiner Verletzung der Syndesmose nicht dabei sein konnte. Gefühlt aber ist er für uns alle irgendwie doch Weltmeister, auch wenn er nicht mit dabei sein konnte. Also die internationalen Topclubs stehen Schlange. Das Interesse ist groß. Angefangen hat aber alles so ganz anders. Aalen, knapp 50.000 Einwohner. Westfälische Provinz an der Grenze zum Ruhrgebiet. 2005 wird hier im Werse-Stadion Bundesliga-Fußball gespielt, wenn auch nur mit der A-Jugend. Neuzugang damals Marco Reus. Bei Borussia Dortmunds Nachwuchs aussortiert, für zu schmächtig, nicht profitauglich befunden. Der Marco ist damals zu uns gewechselt, mitten in der Saison. So dritter Spieltag, nach dem dritten Spieltag, und hat sogar in Kauf nehmen müssen, dass er ein halbes Jahr aussetzen muss. Aber dann, wie gesagt, die Zeit hat er natürlich auch genutzt. Bei uns, wenn man sich besser integrieren und einfach besser hineinzufinden, und nach dem halben Jahr war er kaum aufzuhalten, da war er wieder voll da, ja, da war die Spielfreude da. Und sobald der Ball am Fuß hat, ist alles vergessen. Nach der Zwangspause avanciert Marco Reus schnell zum Überflieger, spielt sich in den Vordergrund. Er hatte eine Schusstechnik, der war schnell, der war eine Rakete. Also man konnte sehen, das ist der geniale Fußballer, der es mal weit bringen konnte. Dass er natürlich heute die einsame Spitze ist, das konnte man noch nicht erahnen. Aber er war schon so weit, dass die erste Liga fast greifbar war. Schon bei uns. Er geht auf den Fußballplatz und will Spaß haben. Gepaart mit seinen technischen Fähigkeiten, gepaart mit seinem Willen, hat man schon gesehen, dass er was Besonderes auf dem Platz ist. Er wusste selber, dass er athletisch natürlich noch zulegen muss, von seinem Körper her. Aber seine Stärken, alles im höchsten Tempo zu machen, seine technischen Fähigkeiten, gepaart mit der Mannschaft, die wir damals in Aalen hatten, waren einfach die Garanten dafür, dass er sich bei uns so in den Blickpunkt gespielt hat, um dann eben von Erstligisten auch entdeckt zu werden im Umfeld. Ich glaube, Marco ist alt genug, um selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Und ich glaube, das ist das. Er muss sich wohlfühlen. Ich glaube, er fühlt sich im Moment in Dortmund sehr wohl. Aber was er jetzt in Zukunft macht, das weiß allein Marco Reus. So oder so. In Aalen in Westfalen ist man stolz auf den Jungen. Den Superstar. Den Weltmeister der Herzen. Den damals noch als zu schmächtig befundenen Marco Reus.